Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch die Neuerscheinungen für den Januar 2019 für euch und ich kann das nicht glauben, dass wir die Neuerscheinungen für den Januar 2019 machen, ey. Ich habe es in den letzten Monaten schon immer gesagt, wo ist das Jahr hin, verdammt nochmal? Es ist einfach so, puff, vorbei und so an uns vorbeigeflogen. Aber egal, das ist halt nur mal so, wie es ist. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Das erste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist Immerwelt, der zweite Teil von Gina Showalter. Da es sich hier um einen zweiten Teil handelt, kann ich euch zum Inhalt nicht wirklich irgendwas sagen, sonst würde ich euch spoilern. Aber die Info hier für euch, dass dieser zweite Teil jetzt im Januar erscheint. Dann machen wir gleich weiter mit dem nächsten zweiten Teil, der erscheint. Und zwar ist das der zweite Teil von Vertrauen und Verrat, Liebe und Lüge. Das ist die Kampf um Demora-Reihe, wenn ich das jetzt richtig aufgeschrieben habe. Und dieses Buch erscheint am 10. Januar. Ich habe den ersten Teil ja hier jetzt noch nicht gelesen. Ich weiß auch ehrlicherweise gar nicht, ob ich die Reihe noch lesen möchte. Falls ihr die Reihe kennt, könnt ihr mir ja mal unten reinschreiben, ob das lesenswert ist oder nicht. Dann habe ich mir als nächstes aufgeschrieben The Offer, Liebe mich nicht. Dieses Buch erscheint am 14. Januar und gehört zu The Pact. Das ist quasi der zweite Teil aus dieser Reihe. Ich habe mir die Reihenbezeichnung leider nicht aufgeschrieben, aber es sind Geschichten, die man unabhängig voneinander auf jeden Fall lesen kann. Und ich lese euch mal vor, worum es in The Offer geht. Nicola ist stolze alleinerziehende Mutter einer Fünfjährigen und verlässt sich schon lange nicht mehr auf Männer. Doch als sie ihre Wohnung verliert, bleibt ihr nichts anderes übrig, als dem wohlhabenden Bram McGregor zu vertrauen und in eins seiner Apartments zu ziehen. Der Haken an der Sache, der schottische Bad Boy wohnt gleich nebenan und macht ihr das Leben ziemlich schwer. Doch gerade seiner störrischen und mysteriösen Art kann sich Nicola nicht entziehen. Und ich finde, das klingt nach einer ganz, ganz netten Geschichte. Ich habe mir The Offer auf jeden Fall mal aufgeschrieben. The Pact steht auch noch auf meinem Wunschzettel. Ja, mal gucken, wann ich mir die Bücher irgendwie mal holen werde. Aber das ist jetzt keine Reihe, die für mich priorisiert ist. Aber ich finde, es klingt nicht schlecht. Dann erscheinen am 23. Januar gleich zwei Fortsetzungen. Und zwar der zweite Teil zu Iron Flowers. Hier habe ich den ersten Teil auch nicht gelesen. Viele haben ja von dieser Reihe geschwärmt. Ich bin mir da immer noch so ein bisschen unsicher, ob das was für mich ist oder nicht. Mal gucken, vielleicht lese ich irgendwann mal, wenn es sich ergibt, mal den ersten Teil. Bin da jetzt noch nicht so 100% von überzeugt. Auf jeden Fall erscheint der erste Teil am 23. Januar und ebenfalls an diesem Datum erscheint der achte Teil der Green Mountain Serie und dieser heißt, jetzt muss ich noch mal ganz kurz abspicken, ein Traum für uns. Und im achten Teil geht es ja um den Vater von Cameron, unserer Protagonistin aus dem ersten Teil. Und ich bin mal sehr gespannt auf diese Geschichte. Ich habe immer noch Teil 4, 5, 6 und 7 hier liegen, die ich irgendwie mal lesen müsste vorher. Das werde ich aber definitiv bis Ende Januar nicht auf die Reihe kriegen. Das weiß ich jetzt schon. Aber ich werde den achten Teil mir auf jeden Fall holen. Ich möchte den lesen und auch wissen, was mit Camerons Vater da so abgeht. Denn wer den ersten Teil kennt, weiß, dass ihr Vater kein einfacher Mensch ist. Dann habe ich mir zwei Bücher aufgeschrieben für den 28. Januar und zum einen erscheint am 28. Januar der zweite Teil zu Rat der Neun von Veronica Roth. Ich habe ja den ersten Teil von Rat der Neun gelesen und das war so nicht mein Fall. Dieses Buch hatte zu viele Lücken und Fehler und ja, mich konnte diese Reihe leider nicht überzeugen. Ich werde den zweiten Teil auch nicht lesen, aber ich dachte mir, vielleicht interessiert es den einen oder anderen von euch, dass ihr euch darauf freut, schon zu wissen, wie es weitergeht mit... ich weiß gar nicht mehr, wie die beiden hießen, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, zweite Teil erscheint am 28. Januar. Und ja, ich werde es definitiv nicht lesen, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen von euch. Dann noch am 28. Januar erscheint das neue Buch von Laura Kneidl, Someone New. Dieses Buch wurde ja vom Lux Verlag schon übelst beworben und von allen Seiten beworben. Und ich finde, es klingt auch wirklich richtig gut. Ich lese euch mal vor, worum es in Someone New geht. Und ich denke, das ist ein Buch, was auf jeden Fall bei mir einziehen wird. Als Maika auf ihren neuen Nachbarn trifft, kann sie es nicht glauben. Es ist ausgerechnet Julian, der wenige Wochen zuvor ihretwegen seinen Job verloren hat. Maika fühlt sich schrecklich deswegen, vor allem weil Julian kühl und abweisend zu ihr ist und ihr nicht mal Gelegenheit gibt, sich zu entschuldigen. Doch seine undurchdringliche Art fasziniert Maika und sie will ihn unbedingt näher kennenlernen. Dabei findet sie heraus, dass Julian nicht nur sie, sondern alle Menschen auf Abstand hält. Denn er hat ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das die Art, wie sie ihn sieht, für immer verändern könnte. Und ich finde, das klingt einfach ganz, ganz toll und ich bin schon sehr gespannt, was da hinter dem Ganzen steckt. Und wie gesagt, Someone New ist definitiv eines der Bücher, die ich mir holen möchte. So, und damit sind wir dann schon beim 31. Januar. Also alle Bücher, die jetzt noch kommen, erscheinen am 31.01. Und das sind, glaube ich, auch alles wieder Liebesromane. 1, 2, 3, 4, jupp.
Es sind alles Liebesromane und alles Romane aus dem Lux Verlag. Wie immer. Ah, der Lux Verlag ist einfach, das ist einfach mein Tod. Ihr wisst das. Naja. Ja, ich habe mir als erstes aufgeschrieben den vierten Teil von True North von Sarina Bone. Da freue ich mich schon so unglaublich drauf. Im vierten Teil geht es um Sarah oder Zara. Ich weiß jetzt nicht, wie man sie im Englischen ausspricht. Und man kennt sie schon aus den ersten drei Teilen und man weiß, dass sie im dritten Teil schwanger ist von einem One-Night-Stand und sie keine Ahnung hat, wie sie den Vater ihres Kindes jemals finden soll. Wo war ich denn jetzt gerade? Ich war, glaube ich, gerade bei True North 4 und ich habe gerade von Sarah erzählt, dass sie schwanger war von einem One-Night-Stand und keine Ahnung hatte, wie sie den Vater ihres Kindes kontaktieren sollte, sie aber sich trotzdem entschieden hat, das Kind zu behalten. Genau, da waren wir. Und ich lese euch jetzt mal vor, worum es genau im vierten Teil geht. Was als Sommerromanze begann, stellt das Leben von Barbesitzerin Sarah gewaltig auf den Kopf. Sie ist schwanger und Dave aus Brooklyn unauffindbar. Zwei Jahre später hat sie sich damit abgefunden, dass sie ihn nie wiedersehen wird. Da taucht er plötzlich in ihrer Bar auf. Auch er konnte Sarah nie wirklich vergessen und will diesmal für immer bleiben. Aber auch, wenn er erfährt, dass das für immer zu dritt bedeutet. Ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Ihr wisst, dass ich die ersten drei Teile der True North-Reihe unglaublich gerne hatte und ich diese Geschichten total mochte und gefeiert habe. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt mit Sarah und Dave passiert und was mit dem Kind ist und überhaupt, wie das Ganze so weitergeht. Und ja, ich freue mich, dass hier drei weitere Teile aus dieser Reihe erscheinen werden. Und ja, definitiv ist das ein Buch, was ich mir im Januar holen muss und lesen muss. Und ich freue mich so. Dann noch ein Buch, was ich mir auch definitiv kaufen werde, ist der 17. Teil der Gestaltenwandlerreihe von Nalini Singh. Und zwar ist das Age of Trinity, das Licht des Ozeans. So heißt dieses Buch, das Licht des Ozeans. Und ich lese euch mal vor, worum es im 17. Teil dieser Reihe geht. Ja, ich bin schon sehr gehypt auf die Geschichte und sehr gespannt, was es mit diesem Charakter auf sich hat. Denn man kennt diesen Charakter schon ziemlich lange aus dieser Reihe und ja, ich freue mich jetzt, die Geschichte von diesem Charakter zu lesen und ich lese euch mal vor, was genau passiert und um wen es geht. Von einem Attentäter an den Rücken geschossen und dem Tod nur knapp entronnen, erwacht der Anführer des Menschenbundes Bowen Knight aus dem Koma. Doch statt in einem Krankenhaus befindet er sich auf dem Grund des Ozeans, mitten in einer Stadt der geheimnisvollen Black Sea-Gemeinschaft. Nur ein riskanter und experimenteller Eingriff konnte ihn retten. Und noch ist unklar, ob er nicht doch sterben wird. Aber durch seine Nähe zu der Gestaltenwanderin Kaya, die ihn vom ersten Augenblick an in ihren Bann zieht, merkt Bowen, dass es sich lohnt zu kämpfen. Nicht nur für die Zukunft der Menschen, sondern auch für sein eigenes Glück. Und Bowen Knight ist, wie gesagt, so ein Charakter, den gibt es schon eine ganze Weile in dieser Reihe und ich bin so gespannt auf seine Geschichte und ich freue mich da schon so drauf. Und das Licht des Ozeans will ich auf jeden Fall haben und lesen und Gestaltenwandlerreihe, Nalini Singh, ich liebe, liebe, liebe sie, ihr wisst das. Und ich freue mich da schon so unglaublich auf diese Reihe und auf diese Fortsetzung und yay, I'm so happy, wenn das Buch dann erscheint. Dadum. Wahlbücher habe ich jetzt noch und das eine Buch ist noch eine Fortsetzung und zwar der zweite Teil zu All In von Emma Scott. Ich habe den ersten Teil noch nicht gelesen und ich weiß nicht, ob der zweite Teil direkt an den ersten dranhängt oder ob die Geschichten zusammenhängen. Deswegen habe ich mir das jetzt hier nicht weiter angeguckt mit dem zweiten Teil. Nur für euch die Info, dass der zweite Teil am 31. Januar erscheinen wird. Und ich hoffe, ich habe bis dahin den ersten Teil gelesen. Den habe ich ja schon hier. Aber ich bin ja im Moment hier irgendwie zu nichts gekommen, was das Lesen betrifft. Und deswegen hoffe ich, dass ich bis Ende Januar den ersten Teil auf jeden Fall gelesen habe, dass ich dann den zweiten gleich auch lesen kann. Das letzte Buch, was ich aufgeschrieben habe, ist auch der erste Teil einer Reihe und zwar Silver Swan. Das ist der erste Teil der Elite Kings Club Reihe. Und ich lese euch mal vor, worum es in dieser Reihe geht. Als Madison Montgomery nach einem schrecklichen Schicksalsschlag in die Hemden zieht, will sie nur eins. Unsichtbar bleiben und keine Aufmerksamkeit erregen. Doch bereits am ersten Tag gerät sie ins Visier des Elite Kings Club, einer Gruppe gefährlicher Bad Boys. Bischof Vincent Hayes, der Anführer, zieht sie wie magisch in seinen Bann aus verbotenen Gefühlen, Macht und Geheimnissen. Geheimnisse, die Madisons Welt für immer aus den Angeln heben werden. Ich finde, das Buch klingt irgendwie wie eine Mischung aus Vicious Love und Save Me. Kann mir nicht helfen. Das war ja auch so, Vicious Love sind so die Bad Boys, die Arschlöcher, die so die ganze Schule unter Kontrolle haben. Und bei Save Me war das ja auch so ein bisschen so mit James und seinen Kumpanen. Und ja, ich bin mal gespannt, was da so da dahinter steckt. Ich weiß nicht, ob ich das Buch dann gleich mitlesen werde. Es steht auf jeden Fall auch mit auf meiner irgendwann mal zu lesen Liste. Aber inwieweit sich das ergibt, wann ich es mal lesen werde, keine Ahnung. Aber ich finde, es klingt eigentlich auch nicht verkehrt. Und ja, damit wären wir dann auch schon am Ende von den Neuerscheinungen für Januar. Es war jetzt nicht so mega viel, Gott sei Dank. Und größtenteils, wie gesagt, auch Fortsetzungen und Liebesromane.
Das finde ich jetzt auch nicht verkehrt, weil es waren doch in den letzten Monaten schon ziemlich viele Bücher, die rausgekommen sind und die ich gerne haben wollte und die ich auch gelesen habe. Und ich bin mal froh, wenn wir mal so ein paar ruhigere Monate haben. Ich glaube, der Februar ist auch nochmal einer der Monate, der relativ ruhig ist, was die Bücherneuerscheinungen betrifft. Aber ab März geht es dann wieder rund. Und dann haben wir wieder so eine Liste an Neuerscheinungen von Büchern, die rauskommen. Und ja, mehr gibt es jetzt auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und ich glaube, das ist das letzte Video, was ihr von mir in diesem Jahr hier sehen werdet. Deswegen wünsche ich euch allen einen guten Rutsch, kommt mir gut ins neue Jahr und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.